Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Foundation. Wir haben beim letzten Mal mit der Kirche weitergemacht. Wir haben hier ein paar Gebietserweiterungen gemacht. Wir werden jetzt erstmal ein paar Bäume fällen, damit wir hier Platz haben für das Kloster, das wir inzwischen geilerweise freigeschaltet haben. Und ich würde sagen, in der Nähe des Klosters sollte vielleicht unser zweites steinernes Herrenhaus hin. Fände ich zumindest nicht verkehrt. Die Happiness ist auch relativ weit oben. Vor allem, wenn wir die Kirche fertig haben, dann haben auch wieder mehr Dorflarrys ein bisschen die Möglichkeit, ihren Glauben auszuüben. Was ja auch schon mal nicht verkehrt wäre. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Bauarbeiter haben wir. 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Das sollte doch hoffentlich eigentlich reichen. Ich glaube, das Problem ist nur, dass die immer, wenn sie mit Rohstoffen hier ankommen. Ich meine, hier sind nur drei, weil nur noch drei Gebäudeteile im Bau sind. Hier hinten der in der Mitte und die beiden Türme. So, Steine haben wir genug und bald haben wir auch genug Werkzeuge. Fehlt noch ein bisschen Holz. Toll. Das, wovon wir am wenigsten gebraucht haben am Anfang, da brauchen sie am längsten für. Naja. Wenn sie meinen, sollen sie machen. Oh, da bringt direkt einer 10 Holz. Schön. Ich möchte ehrlich gesagt relativ ungerne die, wie heißt denn das, Kloster bauen, bevor hier nicht die ganzen Bäume abgeholzt sind. Und deswegen würde ich sagen, gönnen wir uns hier noch ein drittes Holzfällerlager. Ja, guck, kommt direkt einer hin zum Fertigbauen, wunderbar. Ich glaube, diese Folge könnte tatsächlich endlich mal die Kirche fertig werden. Das wäre doch super. So sie denn fertig würde. Wir sind jetzt einfach mal optimistisch, ne? Steine sind ja jetzt alle da, Werkzeuge fehlen noch ein paar, Bretter fehlen noch ein paar. Aber nach und nach dürfte da hoffentlich ein Schuh draus werden. Mein Lord, wir müssen ihm sagen, wie wir helfen wollen. Ja, ich würde sagen, wir werden unserem Volk mal wieder helfen. Und dafür mal wieder hier die Fische aus den Regalen räumen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte den Markt anklicken. So, haben wir hier ein Lager? Jawohl, da bitte alles einlagern. Hier auch bitte. In Hoffnung, dass es dann bei irgendeinem klappt und nicht alle wieder krampfhaft meinen müssen, oh, ich muss meine Bedürfnisse erfüllen, ich muss die ganze Zeit frei machen. Lalala, ding, ding, ding. Hä, hatte ich noch mehr Arbeitslose? Ja, und Tatsache, einen habe ich sogar noch. Krass. So, ein Türmchen ist fertig, sehr schön. Hoffen wir mal, dass er da einigermaßen zeitnah in die Puschen kommt. Ich meine, irgendwo verstehe ich die Mechanik dahinter, dass man sagt, bei einem Gebäude mit mehreren Teilen, dass für einen Teil immer nur einer zuständig sein kann. Verstehe ich, aber trotzdem finde ich es nicht gut, weil ich meine, das ist eine riesige Baustelle. Da können auch 3, 4, 5 gleichzeitig mitmachen. Aber das würde das dann, ich weiß nicht, warum das so gedacht ist, weil die sich vielleicht denken, hey, das wird dann alles viel zu schnell fertig. So, 218 Steinblöcke haben wir. Das ist ein guter Anfang, aber es ist auch eben nicht mehr als nur ein Anfang. So, da kommen die letzten Bretter und auch die letzten Werkzeuge. Sehr schön. Das heißt, es wird dann doch langsam mal fertig werden, die Kirche. Way! Da kommt doch zugegebenermaßen ein bisschen Freude auf. So ein bisschen. So eine Idee, so ein Mühe. So, das ging fix. Dann wieder rein mit dem Fisch. Und auch, nein, doch, da. Wieder rein mit dem Fisch. So,
1000 Gold. Leider habe ich blöderweise vergessen, vorher mein Gold auszugeben. So, was wollte ich jetzt kaufen? Ich weiß es gerade schon. Ich habe schon wieder verdrängt. Ich glaube, dich hier. Na komm, und dich kaufen wir dann direkt mit. So, dann gucken wir mal, ob wir nicht hier noch Abbaugebiete bearbeiten können. Ja, perspektivisch ja, aber jetzt gerade brauchen wir die, glaube ich, nicht unbedingt akut. Ich wüsste was. Ich mache hier oben die Abbaugebiete erstmal weg. Die sollen erstmal gucken, dass sie da unten das wegmachen, was für das Kloster relevant ist. Das ist, glaube ich, nicht so clever zu sagen, macht mal hier kreuz und quer, wo nachher, wo ihr Lust und Laune habt. Das hier oben kann auch erst einmal weg. Dass ihr dann wirklich erstmal da unten die Ecke aufräumt, wo denn das Kloster hin soll. Und zwar hauptsächlich dieser Bereich hier. Ich bin auch ein bisschen bräsig. Ich hätte die Holzfäller auf die andere Seite stellen sollen. Weil ich nämlich hier parallel zur Straße quasi den Eingang des Klosters machen wollte. Aber wisst ihr was? Komm. Machen wir es so. Wir bauen die drei dahin, sobald die stehen. Oh, guck an, wir haben die Kirche fertig. Schön, schön, schön. Ding, ding, ding. So, wir brauchen hier beim Königreich noch deutlich mehr Prunkpunkte. Hier bräuchten wir auch noch ein paar, aber das machen wir schon mit dem Herrenhaus, was wir bald bauen werden. So, wie viele Arbeitslose haben wir gerade? 3. Okay. Na, wir werden bald noch mehr haben, sobald die Holzfäller hier weg sind. Und den auf die andere Seite ziehen. Ich überlege gerade, wo ich das, mein steinernes Herrenhaus stehen haben will. So, erstmal ist die Kirche fertig. Wunderbar. So, weg mit den ganzen Meldungen. Holzverlage sind auch alle fertig. So, das reißen wir mal ab. Weg und weg. Ach geil, die gehen, hä, die gehen automatisch hier hin? Cool. Hallo? Hä, ich habe jetzt keine freien Dorfbewohner mehr. Ja, ist klar. Ich habe jetzt 9 Leute arbeitslos gemacht und nur 6 können wieder anfangen. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, die Zahlen stimmen aktuell nicht. Ja, guck, die fangen jetzt hier automatisch scheinbar an. Komisch. Naja, egal. Es ist jetzt halt so. Nehmen wir es hin. Oh, das ist sehr hässlich hier. Das ist natürlich gar nicht gut. Na, hier oben ist es sogar recht attraktiv. Keiner weiß warum. So, wartet mal. Hölzerner Bergfried. Ich glaube, wir können tatsächlich... Mich wundert es, dass es überhaupt keinen Stein in den Bergfried gibt. Na gut, später Problem. Na, wobei, wisst ihr was? Komm, wir bauen den jetzt. Wo wollen wir den hinmachen? Lass uns den hier hinmachen. Warte mal, das machen wir dann auch parallel zur Straße. Das Gelände wird dann ein bisschen kleiner. So, weil wir ja viel Prunk brauchen, gucken wir mal. Wir gucken mal, wie hoch wir das Ding bauen können.
Okay, noch höher. Wirkt witzlos. So, es dürfte möglicherweise, ne? Ich betone, möglicherweise könnte es sein, dass sich das, der Bau dieses Schuppens ein bisschen in die Länge zieht. Müsste ich nochmal ein bisschen umpositionieren. So. Dann bringt mal ran die Bretter. Haben wir wieder ein Großbauprojekt, was erstmal viele Bretter verschlingen wird. Aber wir produzieren ja auch gerade sehr viel Holz. Dann können wir auch eigentlich sagen, dass wir noch ein Sägewerk dazu bauen. So, das kommt einfach mal dahin. Wie viel passen da nochmal rein? 3, ja, sehr schön. Bin ich mal gespannt, ob Gott mich bestrafen wird, wenn ich einen militärischen Turm baue, der höher ist als jede Kirche im Dorf. Hihihi. Aber ich finde das echt übel, dass man nur mit Bergfrieden Prunk hier in dem Bereich sammeln kann. Das ist leider echt ein bisschen übel. Und ich frage mich, warum der Schreibraum hier noch nicht geht. Die Bedingungen sind erfüllt, aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht wird es erst noch mit einem Patch freigeschaltet. Schauen wir mal. So, hier mal bitte Priorität drauf. Damit es möglichst schnell fertig wird. Was wird denn hier eingelagert? Oh, Brot. Guck mal einer an. Fehlt noch was an Bedürfnissen. Ein paar fehlt es an Kleidung, ja, und einigen fehlt es an Wein und Honig. Weil durch die Mission haben wir natürlich ein bisschen, ich glaube Wein war es. Ja, Wein haben wir ein bisschen bekommen. Aber konnten wir natürlich nur die Bestände, die wir hatten, verwursten. Na gut, das ist halt so, ne? Oh, 1050 Bretter braucht es noch. Ja, geil. Könnte, man munkelt, ein wenig dauern. So, Wilhelmine, sieh mal zu, dass du in die Pusche kommst und schaff vor allem mal ein paar Steine ran. Toll, jetzt ist wieder ein anderer zugewiesen. Ach ja. Herrliches Idyll mit ewig langen Bauprojekten. Oh, guck mal an, da hinten werden doch mal wieder ein paar Häuser gebaut. Schick, schick. So, wo bist du? Ach, du holst Ressourcen. Ja, schön. Dann wird er dir doch mal fertig. Mensch. Träumchen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt ausnahmsweise mal so dreist und drehe mal das Spieltempo auf dreifach für den Rest dieser Folge. Denn wir haben zwei Sachen, wo wir ein bisschen mal in die Puschen kommen müssen. Einmal das Bauprojekt hier, klar. Dafür müssen natürlich Bretter produziert werden, auch klar. Und ich will hier das abgeholzt haben, bevor ich mit dem Kloster anfange. Und ich möchte halt zeitnah mit dem Kloster anfangen. Deswegen seht es mir bitte nach, dass ich da jetzt mal ein bisschen Gas gebe an der Stelle. Jetzt machen sowieso erstmal wieder alle Pause. Was sollen sie machen? Oh, jetzt kommt wieder der nächste Baulehrer. Mein Gott, ihr macht aber auch immer aus jedem Bauen echten Akt, oder? Dass da immer 100 Leute gleichzeitig anfangen müssen. Aber gut, ja, andere machen ihre Pause. Okay, verstehe ich. Von daher ist das Jammern auf hohem Niveau. So, dann da wird er einmal direkt die Bretter verwursten.
Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Wey! Schön. Nice. Ja, es ist schon doch ein wenig geschrumpft hier. Das finde ich gut. Aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Da würde ich einfach mal vorstellen, dass wir beim nächsten Mal schon mal anfangen, das Kloster soweit zu planen. Auch wenn dann noch ein paar Bäume stehen, aber es wird da sowieso noch einige Zeit dauern. Gut, das wird auch noch einige Zeit dauern. Könnte natürlich auch sagen, wir machen erst das Herrenhaus. Schwierig, schwierig. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht unbedingt entscheiden, was ich zuerst machen möchte. Ob jetzt Herrenhaus oder Kloster. Ich meine, Herrenhaus wäre schneller fertig, aber Kloster, eben weil es länger dauert, würde ich damit auch gerne irgendwann mal anfangen, ne? Versteht hoffentlich den Zwiespalt, in dem ich gerade so ein bisschen stecke. Na, wer will jetzt wieder Hilfe? Ne, komm, wisst ihr was? Da behalten wir alles für uns. Weil Punkte haben wir jetzt erst einmal überall genug. Hier brauchen wir im Prinzip nur noch 3. Hier sowieso genug. Da fehlt uns halt nur noch der Prunk. Hä, und da ist erst der hölzerne Bergfried? Was? Ach, das ist bestimmt eine Erweiterung, oder? Schalte hölzerner Bergfried frei. Hä? Ja gut, sehen wir dann ja. Vielleicht ist es auch nur ein Tippfehler und das ist eigentlich ein Stein an der Bergfried. Müssen wir mal schauen. Siehst du schon. Ich finde es irgendwie lustig, dass bei den Waren nur Kleidung gibt und sonst gar nichts, weil alles andere dann hier rein sortiert wird. Gut, bei Honig kann man drüber reden. Kräuter hätte ich jetzt eher als Ware eingeordnet. Gut, eigentlich auch den Honig. Aber gut, es ist halt so. Ne? Man braucht sich ja nicht über Spielmechaniken aufregen, weil die so sind, wie sie sind. Kann man trotzdem machen, bringt einem nur herzlichst wenig. Da bringt einer 10 Bretter. Schön, wir haben hier 100 auf Lager und er kommt mit 10 um die Ecke. Weißt du, 80 Steine können sie schleppen, aber bei 10 Bretter... Oh, das ist schon grenzwertig. Da muss man gucken, dass man keine Rücken kriegt. Herrlich. Was für Helden. Wir machen jetzt einfach hier, glaube ich, noch 2 Holzfäller hin. Um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Ich meine, tempotechnisch haben wir es zwar schon beschleunigt. Aber so richtig schnell kommen wir trotzdem nicht voran. Schade. Also ich glaube, wir sollten auch genug Dorfbewohner dafür haben. Ach ja, sicher. 5 haben wir noch, 2 sind auf dem Weg. Das heißt, wir hätten sogar noch einen über, wenn wir die beiden voll besetzt haben. So. So, dann du bitte auch fertig werden. Dankeschön. Okay, mehr gibt's schon mal nicht. Ach so, die beiden sind noch nicht da. Ja, gut. Und schon ist es voll. Ui, weil irgendein Jacques meint, ich mache jetzt was anderes, als ich vorher gemacht habe. Warum auch immer. Okay. Aber hey, pfeift drauf. So, Lieben, wir machen wie immer einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.